Hallo und danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da seid. Es gibt was zum Feiern. 100 Abos auf dem YouTube-Kanal. Der absolute Hammer. Ich habe sowas hier noch nie gemacht und ich bin auch nicht besonders gut im Sprechen auf YouTube. Mir fehlt da immer noch so ein bisschen die Übung. Ich hoffe, ich muss hier nicht zu viel zusammenschneiden und anderen Blödsinn machen, damit sich's halbwegs gut anhört. Vielen, vielen Dank für die 100 Abos. Und da habe ich am Ende von dem Video hier noch eine kleine Überraschung für euch. Aber vorher möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen. Ich habe mit der Dark Souls-Reihe angefangen, weil letztes Jahr Lies of P rauskam. Und bevor ich mit solchen Spielen anfangen konnte, es gab vorher noch ein paar andere, da bei denen ich mir immer wieder gedacht habe, oh, ich würde das gerne spielen, aber eigentlich möchte ich zuerst das Dark Souls spielen, beziehungsweise das Souls-Spiel spielen überhaupt. Ja, manche werden jetzt sagen, ja, Moment, Demon's Souls war doch vorher draußen. Dazu komme ich gleich. Jedenfalls, warum habe ich angefangen mit Dark Souls? Nachdem dann Lies of P rauskam, habe ich mit einem Freund von mir drüber gesprochen. Grüße gehen raus an Chris an dieser Stelle. Und er meinte zu mir, wenn du das jetzt 11 Jahre schon nicht gespielt hast, dann kommst du eh nicht mehr dazu. Und das hat richtig hart an meiner Gamer-Ehre gekratzt. Und das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen, also habe ich angefangen. So, dann war jetzt die Frage, Demon's Souls, ja, Dark Souls stand immer ganz oben. Und ich habe einfach keine Möglichkeit für Demon's Souls oder Bloodborne. Deswegen habe ich dann mit Dark Souls 1 angefangen und den YouTube-Kanal auch damit gestartet, mit der Reihe Dark Souls ohne Hilfe schaffen. Das war mir immer ganz wichtig, dass ich das ohne Hilfe hinbekomme, ohne Google, ohne Tipps. Dass ich das einfach selber schaffe. Das wurde auch echt gut aufgenommen von euch. Großartig. Und mittlerweile hat sich so ein bisschen gezeigt, dass ihr auch gerne andere From Software-Spiele sehen möchtet. Unter anderem gibt es ja da noch Sekiro und Elden Ring. Und letzte Woche, nee, diese Woche. Diese Woche, Anfang dieser Woche, bei den Aufnahmen kam dann im Livestream auf, dass ich ja 2024, beziehungsweise innerhalb von einem Jahr, angefangen habe ich glaube ich am 6. Dezember, dass ich innerhalb eines Jahres alle Bosse in allen From Software Spielen schaffen könnte oder das machen könnte. Und das wird es jetzt werden. Ich werde dieses Jahr alle Bosse aus allen From Software Spielen besiegen. Und ihr könnt mich dabei begleiten. Das alles natürlich weiterhin komplett ohne Hilfe. Ich möchte das alleine schaffen. Das ist mir wichtig, einfach damit ich auch sagen kann, ich habe diese Spiele gespielt und selber geschafft und selber durchgespielt ohne Hilfe. Sich Lösungen im Internet anschauen, das kann jeder. Aber sowas alleine hinzukriegen, ist dann schon noch mal eine andere Leistung. Und ja, jetzt kommen wir noch mal zurück zu Demon's Souls und Bloodborne. Die gibt's ja nur auf der PlayStation. Wenn es sich rauskristallisiert, dass ich es schaffe, innerhalb eines Jahres alle Bosse aus allen From Software Spielen zu killen, dann muss ich mir eine Möglichkeit schaffen, auch eine PlayStation abzugreifen. Momentan fehlt mir die Hardware, das werde ich dann aber organisieren, dass auch diese Spiele mit auf der Liste stehen. Genau. Jetzt noch eine kleine Überraschung für euch, für die 100 Abos. Ich möchte euch unbedingt was zurückgeben. Und ich habe hier diese Sticker machen lassen, relativ am Anfang, als ich das Logo auch mit meiner Schwester zusammen designt habe. Die werde ich verlosen. Unter allen Kommentaren, die innerhalb eines Monats,
Ja, ein Monat ist okay, oder? Unter allen Kommentaren, die innerhalb eines Monats hier unter diesem YouTube-Video geschrieben werden, werde ich Stickerpakete verlosen. Mehr als eins auf jeden Fall. Also es gibt mehrere Gewinner. Und damit möchte ich mich einfach bei euch für die 100 Abos bedanken. Vielen Dank. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.